So Leute, da sind wir wieder hier bei Tales of Symphonia Chronicles mit mir, Sefi und Jute ist wieder mit dabei und da kommt auch schon unser Fahrgestell. Gott, der Schrank. Aha, Volltreffer. Muss jetzt wieder hier warten. Schien die Leben. Warum die Kikai ga ogoiteru da? Kono Kozan wa Automation ka sarete iru. 当然だ。へえ、よくわからないけど便利なんだな。分解したい。てのはほっといて。抑制鉱石はどこにあるんだ。抑制鉱石の坑道はこの先だ。そこにあるリフトに乗れば連れて行ってくれるはずだ。 Hallo Aufzug. Ich hasse diese Stelle mit dem Aufzug. Wir machen vorher schnell den schlechten Eindruck. Ich hasse das Level, ich hasse dieses Level, ich hasse das Level ist kacke. Stimmt. Aber irgendwie sind die Level hier auch kacke. Ja, stimmt. Das muss man ganz offen und ehrlich zugeben. Ich muss erst oben rum. Ja, das sah gerade kurz so aus, als wenn da auch so Plankengrenzen hochlaufen. Angreifen, 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 angreifen. Hilfe. Angegriffen. Yeah, rote Killergurken. Das ist doch mal was Neues. Hui, jetzt wurde mal Zeit. Oh ja. Kein Wunder, dass er so wenig Schaden gemacht hat. Ich hasse diese Fledermäuse. Die muss man sich immer erst runterholen. Oh, ich müsste mit meinen Windkarten hier sehr effektiv sein. Ja. Ja, zum Angriff. Aua. Diese Abwehr durchbrochen. Kann man mit Jeans irgendwie gut, oder? Mhm. Mach ich also wie am besten auch. Mit 3 Level ab, vielleicht lernst du ja schon wieder was. Yeah, Indignation, yeah. Was? Nee, ich glaube, ich bin jetzt mal durch. Ja, das dauert jetzt erstmal, glaube ich, wieder. Obwohl, lernst du nicht so eine Mischform? Ja. Oh, die lernst du, glaube ich, nur auf dem Schlagpfad, ne? Oh, Item Rover. Nee, ich glaube nicht. Es gibt... Hui, es wird immer voller. Oh! Nein. Ich pack den mal rein. Ja, mach das. Der lernt ja doch so viel. Und der gerade Imitat. Sandsiebel. Kratos. Hallo Kratos. Weil ich glaube, den gebe ich ihm hier nicht. Weil alle sonst, weil er hier sowieso fast nur Erde-Leute rumlaufen. Leute? Hallo Leute. Vielleicht sollte Rain mal die Basissachen wie Barrier und so ausschalten, damit sie nur einmal Feed Barrier macht und fertig. Ja, sie muss ja auch, oh, keine Ahnung. Nee, weil. Kannst ja sonst als Kommando müssen sie auch verschwinden. Ja. Ich glaube, das stelle ich aus, weil sie hat jetzt schon TP verschwendet, weil sie das zwar bei uns eingesetzt hat. Da hätte sie das lieber für alle einsetzen können. Ja. Oder ich stelle das ganz aus. Und irgendwie vergeudet sie damit ziemlich viel TP, habe ich das Gefühl. Mach, wie du denkst. Oh Gott, das kann doch nichts werden. Ich mache das und das aus. Und das, oh, das kann sie nicht vergessen. Das soll sie auch nicht vergessen. Das stelle ich auch mal aus. Das ist ab zu dämlich. Machst du doch auch gar nicht. Ich stelle ihr Force-Tool aus. Ich bin oh so evil. Gott. So, den Rest lasse ich immer an. Du willst ja nicht übertreiben. Na, steht sie nur da rum und kloppt. Die Funktion des Malerings hat sich geändert. Mal wieder. Achso, was macht er dieses Mal? Versuchen wir es mal. Warte. Der Malering wurde hier zum Sprengen verwendet. Seid sehr vorsichtig damit. Sprengen? Wie das? Wenn du den Malering verwendest, erscheint eine kondensierte Mana-Kugel. 3 Sekunden explodiert diese Kugel. Wenn wir daneben stehen, bekommen wir die Explosion ab. Whee! Alles klar, wir verwenden ihn vorsichtig, aber verwegen. Ja. Kann man nur doch nicht auf... Ey, so bon. Da hab ich ein Okami. Diese Bakudan ist aus dem Mana. Ja, ich weiß nicht, aber das ist so eine Sache. Gut, ich will auch so eine Magie haben.
お前のファイアボールじゃ岩も壊せねえしボタンも押せねえもんな。でもね、あんたを黒焦げにするくらいはできるよ。試してみようか。やば、やめろ。Ich kann sie sich gegenseitig mit Fireballs zu spammen. Eigentlich ja. Es geht durch, ich will da noch hoch. Nein, du nicht. So, ich glaube, jetzt kommt das große Hin und Her, ne? Ja. Jetzt muss ich erstmal das Monster kaputt machen, dann die Bombe legen, den Feuerdingstens holen, den Schalter wieder aktivieren, wieder zurück und das Ding nochmal holen. Oh, ich bin ja nicht für sehr. Du sehr, ich vermisse dich. Sie ist aber wieder da. Wow. Übereilen uns ja. Zu nah. Ach ja, diese Kohlen erinnern mich an diese, an den ersten. Wieder umfällt. Die Karten hier stechen hier voll raus. Stimmt. Da bringt mich nicht durcheinander. Ich hatte so die perfekte Reihenfolge. Naja, dann lasst euch eben treffen. Mir ist egal. Oh, ich wollte nicht Bossy ersetzen. Kann ich wegjumpen. Wirft den TP doch gleich aus dem Fenster. Okay. Uah, da fliegen sie. Da hätte ich es gefunden. Naja, das hat sich ja wenigstens auch gelohnt. Gut, ich wollte gerade sagen, okay, hol ich das Ganze, die Bombe ist nicht richtig hochgegangen. Es wäre sehr peinlich geworden. Ja. So. Ich kann hier ja mal eine Bombe legen. So genau jetzt. Nein! Und so genau jetzt. Ich bin so evil. Ich bin total. Ich bin so badass. Ich bin schneller hin und zurück gerannt, als das Ding hoch und runter gefahren ist. Stimmt. Ich bin schneller als ein Aufzug. Kann doch mal, wie hoch der Aufzug geht. Ja, das klingt irgendwie nicht sehr ruhmreich. Nee, irgendwie nicht. Man ist ja meistens immer schneller als der Aufzug, wenn man die Treppe nimmt. Ja. Ich hätte gar nicht darüber hechten müssen. Ich hätte auch von da einsteigen können. Von dem Genie. Mal wieder. War nicht mal hinter den. Ja, hinter den Logen ist auch noch eine Truhe. Ich glaube, ich sehe sie. Ist mir gerade mal so eingefallen, war da nicht was? Manchmal hat man so ein Flashback. Ja, so. Dann kommt er plötzlich wieder. Ist ganz ulkig. Manchmal, aber nicht immer. Ah. Weißt du, so wie mit der Schatztruhe da beim Fuji-Gebirge. Das war so ein Moment. Die hatten wir beim ersten Mal auch nicht gleich eingesammelt. Stimmt. Da hat, glaube ich, eine Gamma oder so drin. Oh, eine Sichelachse. Tritt mir doch gleich in den Arsch. Kannst mal sehen, wie es mir geht. Das geht mir jedes Mal, so wenn Zellos irgendeine Attacke einsetzt. Diese Kopie hätte sie für Zellos auch wenigstens mal einen anderen Kampfstil machen können. Das stimmt allerdings. Ich meine, die unterscheiden sich zwar so vom feinen technischen her. Ich meine, Zellos ist schneller, Kratos ist dafür stärker. Aber da hätte man noch ein paar andere Skills machen können, dass sie sich ein bisschen mehr voneinander unterscheiden. Ja. Dass man so wirklich das. Welches besser? Ja. Wo man sich ja wirklich entscheiden muss. Hui! Ich stütze mich hier runter. Das Leben hat keinen Sinn mehr. Landest auf dem Trampolin. Springst wieder hoch. Ah, hier ist ja auch ein Felsbrocken. Irgendwie in die Luft wie den letzten. Warum jetzt diese Szene? Wahrscheinlich, weil man da sonst oft gefragt wird, das Ding wieder zu holen, wie man es nicht hatte. Na. Da muss man die Dinger auch noch aktivieren? Ja. Liegen hier Zwerge rum? Ich sag doch, da sind Zwerge. Ja, einer ist da. Ja. Haut den nachher noch ab? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Genau, der sagt dann seinem Bruder im Erdtempel Bescheid. Ja, genau. Oder so.
ist ganz schön heiß. Der geht heiß her. Da fahre ich hier. Wenk. Tu was. Tu dein Pflicht. Ja, heil mit Post, ey. Dankeschön. Muss ich das selbst machen. Jetzt ist die Frau. So. Die wollen mich verarschen, oder? Also, schönes Standbild. Ja. Die Krücke. Ich schieb dich! Ja, schieb die Wahl zurück ins Meer. Du bist ein Wahl, das wäre mir neu. Ich wusste nicht, dass du die Wahl hattest, ein Wahl zu sein. Und zerschleppen wir das wieder. Die Zähne muss halt ja auf allen Seiten im Augen. Die hat bestimmt voll den Durchblick. Und voll den Überblick. Oh, ich hab halt schon wieder Kraftschub. Mein Gott. Es regnet Kraftschübe. Kommt so. Das ist ja so, yeah, bang! Die Gruppe wurde nie wieder gesehen. Jetzt bin ich durch, ich bin Arzt! Andererseits. Kampfgeist. Wie war denn das? Ist das nicht für Colette oder so? Ja, ich glaube auch. Na, voll nicht ganz. Geht doch mal, da läuft doch. Ja. Ich hab mich voll den Umweg gelaufen. Naja. Wie hieß ich gehört? Ich laufe immer Umwege, das gefällt mir. Viele Wege führen nach Rom. Hier ganz besonders. Hey du! Was ist das für ein Ding? Hey ihr Niepen! Boah, es spricht. Natürlich spreche ich, pass auf was du sagst. Er ist nicht sehr kultiviert. Ich suche nach einem Trank, den ich essen kann. Essen? Bist du sicher, dass du Trank meinst? Er ist nur für Erwachsene und sie fühlen sich danach ganz toll. Er meint wirklich einen Trank. Habt ihr Nieten welchen dabei? Hat jemand irgendeinen Trank? Leider nicht. Wenn wir das geahnt hätten, hätten wir Palmertrank gekauft. In Flanor gibt es den berühmten Flanortrank. Und vergiss nicht den berühmten Misohaus, Misoho. Es lässt sich nichts ändern. Gehen wir einen Trank kaufen. Super, hätte ich das. Hätte ich das geahnt? Da ist da ja einer drin. Das wäre ziemlich strange. Müssen wir später nochmal wieder hierher kommen. Jo. Wird uns auch nicht finden. Gab's hier nicht noch eine Schatztruhe? Gab's da noch so ein Zwischending? Das wäre auch noch so ein Apparat gewesen, ne? Ich hab auch das. Unten. Wofür waren die Dinger eigentlich nochmal gut? Keine Ahnung. Ich glaube, das waren alle, ne? Ja, ist jetzt weg. Da ging es nicht lang, ne? Ich glaube, es ging da lang. Ja, das geht nur, ja genau, wenn du runterfällst. Ach, da sind die Truhen. Mann, das war knapp. Was war denn das? Ein Felsbrocken. Entschuldige, das hätte ich ganz vergessen. Das ist eine Falle für Eindringlinge. Achte auf das, was du tust. An der Wand weiter unten ist ein Schalter. Wenn du ihn drückst, kommen keine Steine mehr heraus. Aktivieren wir doch gleich mal. Ah ne, jetzt muss ich anbleiben, ne? Für ihn doch. Achso, hier stand. Ist es denn jetzt an? Ja, es ist an. Kannst du jetzt in Not einmal runterfallen lassen. Boah. Boah, was ist das denn für ein Drehdings? Hallo, ich dreh mich. Das ist ein Napluser-Bakura. Sie meinen doch nicht etwa die von den großen Professor Napluser erfundene? Ja, es ist ein Gerät aus konzentriertem Mana in physischer Form. Mit normalen Angriffen ist ihm nicht beizukommen. Dann kommen wir da auch nicht vorbei. Tut mir leid, aber wenn wir einen großen Aufprall von enormer Wucht herbeiführen könnten. Aufprall von enormer Wucht? Put, 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 put. Bam, 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 bam. Schon zu weit, ja.
うわDas Ding hat's mir voll gegeben. Da. Zerhackstückelt. Willst du die Truhen später holen? Ja, ich hol die offenbar durch. Oder unten nicht auch noch eine? Ging's da unten nicht lang? Oh nein. Ich kenne mich hier doch nicht aus. Die führe ich mir mal zu den Hüten. Ja, zieh die dir mal rein. Nom 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 nom. Was für länger die Karten basierenden Sprüche? Ja. Das heißt, die Beschwörungen sind länger? Nein, diese Wassersiegel, Feuersiegel und so. Ach, dieses Zeugs. In diesem Bereich wird das Hemmerz abgebaut. Also, welches ist Hemmerz? Lass uns mal hier suchen. Vielleicht ist noch welches in den anderen Holzkisten drin. Also bitte, ich werde doch nicht diese ganzen Kisten durchwühlen. Ich jagen wir sie einfach in die Luft. Finde ich auch. Sehr effektiv. Ich sagte sehr effektiv. Wo bin ich? Findet mich. Stopp. Ja. Das ist Herr Merz. Stand da doch gerade. Wir haben es geschafft, Leute. Jetzt können wir Prisea retten. Ja, jetzt muss ich es nur noch bearbeiten. Wie lange dauert das? Ehrlich gesagt, könnte nur ein Zwerg das richtig machen. Aber wenn ich den Zauber direkt hier eingraviere, müsste es als Schutzfassung verwendbar sein. Auch wenn euch das recht ist, kann ich es sofort machen. Dauert nur einen Moment. So, das sollte reichen. Wenn Prisea wieder sie selbst ist, bitten wir Papst oder Altessa, eine richtige Fassung zu machen. Verstehe, dann lass uns zurückgehen. Es ist unerträglich, Prisea in diesem Haus des Todes zu wissen. Ja. Und wie ist es, Selbstdialoge zu führen? Stimmt. Meine Selbstdialoge nehmen zu. Ich möchte hier keinen Kraftschub haben. Ich werde mich einfach verstecken. Nein, kein Kraftschub. Kraftschub ist ein Böse. Sie werden hier die ganze Verschwendung. Glaube ich auch keine andere Wahl. Zum Angriff! Ja, das kann ich. Geht doch was. Ich kann sowieso hier nichts machen, weil die mir zu nahe sind. Nee. Das ist dein TP sagen muss. Na. Ist immer ganz praktisch zu haben. Ist auch ganz so, ich verteidige mich mit dem wirklichen Gegner. Ja. Yeah. Das ist sehr effektiv. Diese Skills hier. Ja, ob wir noch alle flüchten können. Ja, das stimmt. Los, Genius, mach ihn fertig! Der hat gerade was ich China in meinem Kopf. Mal sehen, was ich gelernt habe. Treffer pro! Erhöht die Chance, kritisch Treffer zu machen. Kakakakra. Kakakakra. Naja, was soll's. Hui! Ich glaube, es geht schneller, wenn ich mich da runterschmeißen lasse. So, wir sind unten. Super Granula da halten. Das ist super. Super. Donnercape erhalten. Hua, das können wir gegen Wolf bestimmt noch. Ich flüchte. Ich möchte meinen Kraftschub hier nicht aufs Spiel setzen. Ja, verpisst euch! Ach nee, gibt's ja schon gar nicht. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg.
Ja, die Katze im Lu. Ja, geh weg! Ah, hier ist Lu! Hier ist Lu! Ist jetzt in einem Besuch gekommen. Und dann am besten gleich zu Kampfbeginn den Kraftschutz. Ja. Ganz schnell raus. Und wo kommen hier gleich noch Gardisten? Ja. Dein Golem! Komisch, jetzt haben wir eigentlich so das Problem mit dem Unterleveltsein gar nicht mehr, ne? Nö. Der Anfang ist halt nur schwierig. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass später einfach die Level komplizierter sind, dass man automatisch mehr kämpfen muss. Ja. Und man hat zwischendurch mal mehrere kleine Endgegner. Mein so Ponyma und Weevil, die haben wir eigentlich in der Luft zerrissen. Oh ja. Vor allem Ponyma. Nee, gut, der hat ja keine Sonne gegen uns gesehen. Ich wollte sagen, warum bewege ich mich nicht? Das nützt nicht, hier gibt es auch keine Ex-Fears. Wally! Wally! Riegel, du warst das also, du hast das Sicherheitssystem draus zerstört. Wer ist denn das? Das ist Wally, der Ex-Fear-Händler. Was macht denn der hier? Was willst du hier? Wieso hat dich der Patriarch nicht fechtbildet? Das entspricht nicht der Vereinbarung. Oh, oh. Glaubst du etwa, der Patriarch würde sein Versprechen gegenüber einem Mörder halten? Und was ist mit deinem Versprechen, Colette zu uns zu bringen? Stattdessen hast du dich ihnen angeschlossen. Schweig! Wenn der Patriarch sein Versprechen nicht erfüllt, werde ich dich selbst bestrafen. Nee, nee, ich werde hier verschwinden. Bösen Karten. Ach nee, dachte ich mir schon. Riegel, wer ist dieser Mann? Er hat dich einen Mörder genannt. Ich bin ein Sträfling, der zu einer Haftstrafe wegen Mordes verurteilt wurde. Ich nehme es euch nicht übel, wenn ihr auf mich herabseht. Was ist passiert? Erklärungen werden nur Ausreden. Ich habe ein Verbrechen begangen. Mehr gibt es dazu nichts zu sagen. Durch mein dummes Verhalten sind viele Leute ums Leben gekommen. Ich weiß ja nicht, was du getan hast, aber du kannst es nicht ungeschehen machen. Aber wenn du darunter leidest, kannst du es doch wenigstens sagen. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber ich glaube, die Göttin ist in unser aller Herzen. Also glaube ich, dass die Göttin uns auch hilft, die Last unserer Sünden zu tragen. Das ist alles. Eines Tages werde ich vielleicht Gelegenheit haben, die Geschichte zu erzählen. Ich entschuldige mich. Entschuldigung angenommen. Ja. In dem Sinne, der Part ist vorbei, liebe Leute. Wir freuen uns auf den nächsten Part. Ich hoffe, dass du dir auch. Vielen Dank fürs Zuschauen und Tschüssikowski.